Hallo noch einmal. Ja, ich begrüße euch recht herzlich zu meinem Abschluss- oder Kritikvideo. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen unter Extras. Und zwar gibt es den DK 3 Trailer. Dungeon Keeper 3 ist leider nie rausgekommen, deswegen ist das jetzt hier ein kleiner Gedenkmoment für uns alle. Genießt ihn. Ja, Horny ist an die Oberfläche gekommen und bringt den Krieg zu den Helden sozusagen. Leider ist Dungeon Keeper 3 ja niemals erschienen, weil Bullfrog insolvenz gegangen ist. Dafür kommt aber hoffentlich bald ein Kickstarter-Projekt, das heißt War for the Overworld. Das ist ein, ich sag's mal so, ziemlich dreister Dungeon Keeper 3-Klon. Aber das ist ja gerade das Gute daran. Wenn man sich so die anderen Nachahmungen ansieht, sage ich jetzt mal, also das erste war ja Dungeons und das zweite Empire. Diese kommen beide nicht so wirklich an Dungeon Keeper ran. Es sind eigentlich ganz andere Spiele, wenn man es so nimmt. Es gibt diese Simulationsteil fehlt irgendwie, also dass man seine Kreaturen glücklich machen muss, dass man bestimmte Räume braucht, um sie anzulocken und sowas. Aber War for the Overworld, das ist dann wirklich ein Spiel, was wieder genau diese Spielemechanik hat, und deswegen freue ich mich auch schon riesig drauf. Nun aber zu meiner Kritik. Eigentlich wollte ich ja keine Kritik über das Spiel selber machen, weil das Spiel ist einfach toll, so gesehen. Also, ich kenne kein Spiel, was vergleichbar ist mit Dungeon Keeper. Jedenfalls, oder mit Dungeon Keeper 2 halt in dem Fall. Aber ja, es gibt doch drei Punkte an Dungeon Keeper 2, die ich jetzt ein bisschen bemängeln könnte, sollte. Das ist zum einen eigentlich die Schwierigkeit. Es ist schon größtenteils ziemlich herausfordernd, das Spiel. Also gerade Mission 10 ist ein Horrortrip. Aber wenn man sich so ansieht, man hat am Anfang ziemlich leicht die Tutorial-Levels, dann in der Mitte, so bei Mission 10, ist man dann am schwierigsten Punkt und dann flacht es irgendwie wieder ein bisschen ab. Die letzte Mission war zwar schon ein bisschen stressig am Anfang, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt war es dann einfach wieder ein bisschen zu einfach, fand ich. Vor allem, weil man ständig Horny rufen konnte und der halt unbesiegbar war, so gesehen, und alles mit zwei Schlägen getötet hat. Aber es war trotzdem ziemlich lustig. Das Spiel. Das zweite, was ich so ein bisschen schade fand, sage ich mal, gut, da könnte ich wahrscheinlich selber dran schuld sein, aber das war irgendwie die Einheitenvielfalt, also nicht die Anzahl der verschiedenen Kreaturen, die man haben konnte, sondern man hat gemerkt, irgendwie habe ich es ziemlich mit den Salamandern gehabt, obwohl ich viel lieber öfter mal dunkle schwarze Ritter gehabt hätte. Aber irgendwie habe ich es nie hingekriegt, welche zu rufen, warum auch immer. Ja. Obwohl ich eine Arena hatte, die eigentlich dazu da ist, die anzulocken. Entweder hab ich sie nie groß genug gemacht, oder ich habe einen anderen Raum nie groß genug gemacht für die schwarzen Ritter und die Todesengel. Ja. Und das letzte ist halt ein bisschen die fehlende Strategie. Eigentlich ist man nur dabei, Horny zu rufen und seine Monster irgendwo mitten reinzuwerfen und den Gegner zu überrennen. Gut, es gab manchmal so Momente, wo man ein bisschen überlegen konnte, wie man am besten vorgeht. Zum Beispiel gerade bei Nemesis, wo ich ihn nicht frontal angegriffen habe, sondern mich von hinten in seinen Dungeon reingegraben habe. Ach ja, das ist auch etwas, was ich schade fand. Irgendwie waren es viel zu viele Missionen gegen die Helden als gegen andere Keeper. Das war im ersten Teil ja ein bisschen anders. Da hatte man öfter Missionen gegen gegnerische Keeper, auch wenn die Story da keinen so richtigen Zusammenhang hatte. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen ist Dungeon Keeper 2 ein geniales Spiel. Also ich hatte richtig viel Spaß, das zu Let's Playen.
Das hat man mir teilweise auch angemerkt, auch wenn ich meine verzweifelten Minuten hatte. Zum Beispiel als Frau, die nicht dahin gelaufen ist, wo ich wollte. So, jetzt kommen wir aber zu der richtigen Kritik, die ich eigentlich machen wollte, und zwar Kritik an mir selber, also an meinem Let's Play-Vorgehen. Weil ich denke mal, wenn ich so eine Eigenkritik über mich mache, dann sehe ich selber, wo ein bisschen meine Macken liegen. Und ich hoffe auch mal, dass ihr mir vielleicht ein paar nette Kommentare schreibt, was ihr meint, was ich verbessern könnte. Deswegen fange ich mal damit an. Also das Erste, was an meinem Dungeon Keeper Let's Play total in die Hose gegangen ist, war die Vorbereitung. Erst einmal, wie man es hier noch immer schön sieht, spiele ich immer noch mit einem 5:4 Verhältnis. Also ich habe einen dicken schwarzen Rand. Ja, wie ich sagte, mit DxTory geht leider irgendwie das Widescreen nicht richtig. Oder beziehungsweise mit Windows 7. Das ist halt die Good Old Games Version, aber damit müssen wir jetzt halt leben. Und das zweite zum Thema Vorbereitung war, ich habe ja die ersten 6 Missionen auf Englisch gespielt und das war ja ein totales Chaos zwischen mir und dem Sprecher. Weil ich versucht habe, was vom Sprecher zu übersetzen und er mir dann immer reingesprochen hat. Ja, die zweite Kritik an mir ist, ich muss ein bisschen ruhiger werden. Vor allem gerade am Anfang war ich ziemlich nervös und naja, ich bin jetzt immer noch ein bisschen beim Aufnehmen nervös. Das sieht man vor allem daran, wie ich mit dem Mauszeiger rumwackel. Das sollte ich mir auch versuchen, langsam mal abzugewöhnen. Ja, ich hoffe, ihr fandet das jetzt nicht zu nervig ständig, wenn ich den Mauszeiger zu viel bewegt habe. Das nächste, was ich an mir selber ein bisschen blöd fand, war, dass ich teilweise zu sehr aufs Spiel konzentriert war und dann das Kommentieren vernachlässigt habe. Ich habe dann teilweise Sätze angefangen, die dann in die Hose gegangen sind, weil irgendwas im Dungeon passiert ist und ich sie halt abgebrochen habe und nicht mehr zu Ende gesagt habe, was ich sagen wollte. Das war halt auch ein bisschen dumm gelaufen. Und das Letzte ist, dass ich zu oft gesagt habe. Das ist mir ganz oft ganz arg ins Auge gefallen. Da wusste ich nicht, was ich sagen wollte und anstatt einfach mal kurz in Ruhe zu überlegen, sagte ich immer Ich versuche das mal ein bisschen zu kompensieren. Diese, ich weiß nicht, was ich sagen will, Lücken. Ja, das war's eigentlich von meiner Selbstkritik und von der Kritik an Dungeon Keeper. Ja, das war auch das letzte Dungeon Keeper Video dann in der Playlist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Let's Play und ich hoffe, ihr seht euch meine zukünftigen Let's Plays an. Also, bis zum nächsten Mal.